Ich bin Neoblade. Tribute to Filter SC, so heißt die Serie. Und bevor wir dann irgendwann in den nächsten 5 bis 10 Folgen zu Gas-BOs kommen, werde ich jetzt hier noch einige etwas ältere Replays aus Heart of the Swarm casten. Es gibt immer wieder die Gerüchte, dass Filter SC nicht funktioniert ohne Gas. Und sowohl in Wings of Liberty hat es funktioniert, als auch in Heart of the Swarm im Jahr 2014 hat es funktioniert, als auch in Heart of the Swarm im Jahr 2015 hat es funktioniert. Folglich ist erwiesen und auch keine Frage von Meinung mehr, dass Filter SC ohne Gas von Bronze bis Gold problemlos in Heart of the Swarm und dann auch wahrscheinlich in Legacy of the Void funktionieren wird. Nur die Build Order wird dann natürlich anders aussehen, weil Legacy of the Void mehr Arbeiter hat. Aber für die Bronzeliga sollte es problemlos reichen. Die BO wird hier falsch ausgeführt, um den Zerg am Scouten zu hindern. Damit schaden wir uns viel zu stark selbst. Soll der Zerg halt scouten, dass wir eine Barracks gebaut haben, ist doch in Ordnung. Er hält sich ja letztendlich auch selber davon ab, zu meinen. Er scoutet jetzt mit dem Overlord, den wir auch nicht töten können. Ja, wobei können wir ihn töten? Overlord töten, Overlord töten. Und das CC wird auf dem Highground gebaut, folglich können die Timings und Benchmarks hier nicht getroffen werden. Ich werde bei Folge 30 noch ein Video zu genau den Timings und Benchmarks machen. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Bei 6 Minuten werden 36 oder 37 Supply erreicht. Die haben wir hier nicht. 35 Supply kann man sagen, das ist nur ein Supply. Aber diese Supply, gerade wenn sie in Arbeitern fehlen, fehlen dann halt auch bei der 10. Minute. Wir werden auch keine 53 SCVs bei 10 Minuten sehen, so wie wir es bei Scipio gesehen haben in Folge 21. Mal schauen, ob wir die 50, noch besser 55 Marines sehen bei 10 Minuten. Also es ist ein gravierender Fehler, das CC auf dem Highground zu bauen. Letztendlich habe ich ein Cheese Defense Video rausgebracht mit Rizzo, wo wir CC First gegen Six Pool Drone All-In abwehren. Allerdings haben wir dann den natürlich auch gescoutet. Sind bei 8 Minuten 1, 63 Supply, das ist 64 Supply, das ist ein sehr guter Wert. 33 SCVs sind zu wenig, liegt allerdings halt an dem Rüberfliegen, die Zeit geht uns abhanden, liegt daran, dass die SCVs hier nicht sofort minen können, dass wir einen Slide machen müssen. Und Saturation kann man schon so spielen, dass wenn man hier unten keine 16 SCVs hat, man hier nur 18 hat, damit man mit 2 SCVs konstant irgendwelche Gebäude bauen kann. Also 24 ist zu diesem Zeitpunkt ein bisschen Overkill. 18 oder 20 völlig in Ordnung. Wir wollen Gebäude bauen. Wir wollen immer 16 an den Mineralien haben. Ich würde jetzt auch anfangen, genau, immer 2 Depots zu bauen. Sonst ist man Supply Block. Dieser Supply Block hier ist nicht gut. Wobei er nur ganz kurz war. Fehler in der SCV Production darf auf keinen Fall passieren. Overmins dürfen auf keinen Fall passieren bei der BO. Und der Angriff müsste jetzt loslaufen, denn der Angriff muss bei 10 Minuten beim Gegner sein. Wir werden die 50 SCVs, geschweige denn die 53 SCVs von Scipio, auf keinen Fall mehr erreichen.
Stellen wir uns vor, was passieren würde, wäre unser Angriff, der deutlich zu spät ist, er wäre bei 10 Minuten hier, und zwar nicht mit 45 Marines, sondern mit 55, dann wäre das hier alles Geschichte. Vielleicht reicht es auch so. Wir werden es herausfinden. Das hier ist übrigens Bronzeliga. In der Bronzeliga solltet ihr auf keinen Fall mit drittem CC spielen. Auf keinen Fall. Nehmt die SCVs lieber mit zum Angriff. Die Watchtower einnehmen wäre, das wäre auch in der Bronzeliga wichtig, bevor man so ein Spökes macht wie drittes CC bauen. Ja, achtet nicht auf den Angriff, das ist gut. Ja, Angriff kommt deutlich zu spät. Mal schauen, wie das hier weitergeht. Aber Timings und Benchmarks nicht eingehalten, Angriff zu spät. Das könnte es schon gewesen sein. Generell ist es allerdings ein schönes Beispiel für Exe-Verhalten, wie man das dann in der Goldliga auch mal machen kann. Aber ich würde mit der dritten Basis erst nach der 10. Minute anfangen und auch erst dann damit anfangen, wenn ihr ein Gas nehmt. So wie ich das in Folge 20 gezeigt habe. Aber solange ihr nicht solide Goldliga spielt, gibt es halt die Probleme, die man hier sieht. Obwohl der erste Angriff nicht erfolgreich war, weil er zu spät war, schauen wir uns gerade die Kämpfe nochmal an. Der Gegner hat auf Roaches und Mutas getaggt, auch ungewöhnlich, aber in der Bronzeliga wird viel komisches Zeug passieren. So, der Army Value spricht halt Bände. Der Zerg hat keine Drohnen hier. Also schlechtes Drone-Timing, aber auch das passiert in der Bronzeliga. Und damit ist das GG. Das war's für diese Folge. Timings und Benchmarks fehlerhaft. Scouting-Angriff zu spät. Watchtower nicht eingenommen. Ich denke, ich werde es Timings und Benchmarks, Fehler, Timings und Benchmarks nennen. Wünsche euch was. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis demnächst.